Ausbildungsbetriebe und Tour erkunden, hieß es am Mittwoch auch in der Redaktion der Elsterwelle in Hoyerswerda. Organisiert wurden die Betriebserkundungen von der Schüleragentur für berufliche Frühorientierung. Nach einem kurzen Rundgang durch die Räumlichkeiten wurden die wichtigsten Abläufe im Fernseh- und Radiobereich des Senders erklärt. Im Anschluss durften die 7 Mädchen und Jungen ihre eigene Sendung im Nachrichtenstudio aufzeichnen. Insgesamt nahmen mehr als 130 Schüler an dem Projekt teil und waren unter anderem im Lausitzer Seenlandklinikum, bei den Lebensräumen der Polizei oder der Stadtverwaltung Hoyerswerda, um dort einmal hinter die Kulissen zu schauen.